So bekommt ihr den Waffenkoffer in DMZ. Begebt euch auf der Karte zu der gelb markierten Zone. Dort müsst ihr einen Juggernaut finden, welcher euch angezeigt wird, sobald ihr in seiner Nähe seid. Passt beim Kampf gegen den Juggernaut auch auf andere Bots auf, da diese euch schnell mal von hinten töten können. Passt außerdem auf andere Spieler auf, da der Waffenkoffer ein sehr begehrtes Objekt ist und es sehr wahrscheinlich ist, dass ihr dort auf Feindkontakt trefft. Sobald der Juggernaut tot ist, sammelt den Waffenkoffer auf. Nun seid ihr aber für alle anderen Spieler auf der Minimap sichtbar, also passt auch hier auf. Sucht euch ein nächstgelegenes Fahrzeug und fahrt zum nächsten Extrahierungspunkt. Ruft den nächsten Evakuierungshelikopter und verteidigt seine Position, denn auch hier können immer noch gegnerische Spieler kommen und euch abfangen. Steigt ein, sobald der Heli angekommen ist, und schon habt ihr einen Waffenkoffer gesichert.